Also ich bin der Erich Kisslinger aus Nürnberg, bin Wanderschäfer und unser Betrieb besteht jetzt schon in der 6. Generation. Also wir sind jetzt seit 83, führe ich jetzt im Betrieb, da in Nürnberg-Buch, wo ich daheim bin, mein Sohn und ich, wir führen die Schäferei. Wir haben so 1400 Mutterschafe und wir haben auf zwei Herden im Sommer überaufteilt. Die A-Herden geht in die Fränkische Schweiz, da in Bamberger Landkreis machen wir Landschaftspflege. Die andere Herde, die ist um Nürnberg rum und teilweise auch in Nürnberg, in der Stadt. Und die versorgt der Lehrling und der Sohn, der Franz Kisslinger ist das. Im Mai gehe ich weg von Nürnberg mit dem Teil von der Herden und dann ziehe ich da über Forchheim, Eiligenstadt, Oberleinleide und dann Richtung Burg Liesau und dann ja, Schesslitz, Stübig. Und dann bin ich da praktisch jetzt in Wattendorf, wo ich jetzt bin. Das ist praktisch mein weitestes. Und da bleibe ich jetzt da bis in Oktober. Und dann sehe ich wieder schön langsam Hamm über die Fluren dann. Dann gehe ich dann auf die Bauernwiesen oder auf die abgedroschenen Felder. Weil dann auf die Trockenrosen ist ja dann irgendwann einmal kein Futter mehr.